Im heutigen Video schauen wir uns mal die besten Freizeitparks in und um Deutschland an. Ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro wieder. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um gar nichts mehr von den neuesten News zu verpassen bezüglich Freizeitparks, Musik, Computerspielen und viel mehr, Netflix, Filme und so weiter. Bis gleich! Zunächst ein Freizeitpark, der mir sehr gefällt, nämlich der Heidepark Resort. Der Heidepark liegt im niedersächsischen Soltau und ist der zweitgrößte Park Deutschlands mit 850.000 Quadratmetern. Zu den Highlights gehört auf jeden Fall die sehr schnelle Desert Race, die in 2,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Und im Hintergrund sehen wir auch Colossus, die größte Holzachterbahn Europas, welche aber leider geschlossen hat wegen Renovierungsarbeiten. Auch der einzige Wingcoaster in Deutschland, Flug der Dämonen, ist auf jeden Fall eine Bahn, die man auf keinen Fall verpassen darf. Auch die Piratenshow, die Rache des Admirals, ist sehr sehenswert und in ihr sehen wir sowohl Piraten, die kämpfen mit Säbeln, als auch Trampolinkünstler, die uns ihr artistisches Können zeigen. Machen wir weiter mit dem Phantasialand. Das Phantasialand befindet sich in der Nähe von Köln in Brühl und hat insgesamt eine Fläche von 12 Hektar. Ein Highlight, das man auch auf keinen Fall verpassen darf, ist der Multi-Launch-Coaster Taron, welcher auch der schnellste seiner Art in Europa ist, der ganze zweimal von 0 auf 120 km/h beschleunigt. Das ist schon ein verrücktes Erlebnis, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man im Park ist. Auch die steilste Wildwasserbahn Europas und die Rafting-Anlage River Quest gehören auf jeden Fall zu Highlights, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Auch die Zeit für die Parkshow Musateum sollte man sich nehmen, welche mit Akrobatik und Tanz und natürlich auch Live-Gesang begeistern kann. Weiter geht's mit dem Europapark an dieser Stelle. Viele Grüße an den Nick. Der Europapark liegt in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Roos, und ist der größte Freizeitpark Deutschlands. Mit 950.000 Quadratmetern. Im Voletarium denkt man, dass man fliegt, da dieser Simulator sehr getreu aufgebaut ist und man in einer Kuppel sozusagen schwebt. Die Sätze hängen mehr oder weniger an der Decke und werden von Hydraulik gesteuert. Ein sehr interessantes, einmaliges Erlebnis. Der Silver Star ist mit 70 Metern eine der höchsten Achterbahnen Europas und hat natürlich auch 120 km/h drauf, was für ein sehr interessantes Fahrgefühl sorgt. Auch den Launchcoaster Blue Fire darf man auf keinen Fall vergessen. Wenn man aber auch mal eine Show ansehen will, eignet sich die Parkshow mit Rittern der Dunkle Prinz sehr gut dafür. Im Anschluss noch zwei Freizeitparks, die nicht in Deutschland, aber in unmittelbarer Nähe liegen. Und welcher könnte das anders sein als der Efteling? Der Efteling liegt in der Nähe der niederländischen Stadt Tilburg und ist der viertgrößte Freizeitpark in Europa. Auf jeden Fall fahren solltet ihr hier mit dem Dive Coaster Baron 1889, glaube ich, war die Zahl. Der ist auf jeden Fall sehr gut thematisiert, gute Musik und auch ein berauschendes Fahrgefühl. Was aber auch bei der Wasserbahn der Fliegende Holländer nicht so kurz kommt. Für Familien eignet sich besonders die neue Attraktion Symbolica, in der man mit interaktiven Wagen durch einen Palast fahren kann. Von allen Parkshows, die ich jemals gesehen habe, hat mich diese hier am meisten überzeugt. Ravelane im Efteling, in der Kinder durch ein Portal laufen und als Ritter zurückkommen und in einer Stadt gegen einen Roboterdrachen kämpfen. Ist auf jeden Fall sehr schöne Kulisse, sehr gute Effekte und es macht wirklich Spaß, den Schauspielern hier zuzugucken. Und wer hätte es gedacht, Disneyland Paris darf natürlich in so einer Liste auch nicht fehlen. Das Disneyland Paris liegt, wer hätte es gedacht, in Paris, in Frankreich und hat eine Fläche von 57 Hektar. Zu den Highlights gehört auf jeden Fall der Minenzug Big Thunder Mountain.
aber auch der Lounge Coaster, Rock'n'Roll Coaster, der in fast Dunkelheit durch Musik, Rockmusik von Aerosmith fährt, ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Auch ein Freefall Tower gibt es hier, nämlich den Hollywood Tower of Terror, powered by Twilight Zone. Die Parkshow Disney Illuminations rundet den Parkbesuch abends ab mit einem Feuerwerk, Wassershow und Projektionen auf das große Dornröschenschloss. Welche dieser Parks kanntet ihr und welche haben in meiner Liste gefehlt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich möchte auch im nächsten Video auf Benutzerkommentare eingehen. Das heißt, ich werde die im Video vorlesen. Wenn ihr jemand grüßen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann grüße ich ihn für euch in diesem Video. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, selber auch kein Problem. Ihr könnt mich auch zur Diskussion aufrufen oder ähnliches. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Lasst eine Bewertung, ein Abo und einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Natürlich auch die Glocke aktivieren, um gar nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Morgen Abend um 18 Uhr sehen wir uns zu einem neuen Video. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.